Ja, hallo liebe Studierenden. Das Thema von heute numerische Integration. Bevor wir jetzt mit den Übungsaufgaben beginnen, wollte ich einmal kurz noch allgemein was zur numerischen Integration sagen. Und zwar ist es so, dass bei allen numerischen Integrationsverfahren der Ablauf immer der gleiche ist. Ja? Und zwar gehen wir folgenden drei Schritte durch. Wir werden als erstes Stützstellen ermitteln. Zu den ermittelten Stützstellen berechnen wir dann im zweiten Schritt Funktionswerte und die Funktionswerte setzen wir dann im dritten Schritt in eine Näherungsformel ein. Ja, also alle Integrationsverfahren, die wir jetzt besprechen werden, laufen nach dem gleichen Prinzip ab. Skizzieren wir einmal kurz noch was. Wir haben hier eine beliebige Funktion. Die unterteilen wir jetzt, also erstmal Intervall von a bis b. Und dieses Intervall unterteile ich jetzt einfach mal in vier Streifen. Haben wir hier eine Mitte, dann nochmal jeweils mittig. Und dann haben wir hier x0, x1 und so weiter. Und dieser Abstand hier, das ist die Streifenbreite h. Ja, h kann ich bestimmen, entweder über b minus a durch n. Das mache ich, falls n Anzahl der Streifen, also wenn die Anzahl der Streifen gegeben ist, dann mache ich b minus a durch n. Und falls n die Anzahl der Stützstellen ist, dann rechne ich b minus a durch n minus 1. Okay, also dann habe ich meine Streifenbreite und dann kann ich von x0 ausgehen, also von a mal plus h plus h plus h plus h, bis ich bei b bin, die einzelnen Stützstellen bestimmen. Wenn ich die Stützstellen habe, kann ich dann die Funktionswerte ermitteln. Und die Funktionswerte setze ich dann halt in die Näherungsformel ein. Okay. Das war es erstmal zur grundlegenden Überlegung, was man beim numerischen Verfahren macht. Wir schauen uns jetzt die Aufgabe B an. A, Entschuldigung, A2. Erstmal die Aufgabenstellung. Berechnen Sie näherungsweise mit der Näherungsformel der Newton-Cotes-Integration für jeweils n gleich 3, n gleich 4. Ich kopiere mal den ganzen Bereich. Ja, das sind die beiden Formeln, die wir also brauchen. Das sind die Näherungsformeln. Ja. Und wir machen die Aufgabe A2. Okay, fangen wir an für n gleich 3 Stützstellen. Rechnen wir als erstes die Streifenbreite aus. Also h gleich b minus a durch n minus 1, haben wir oben schon aufgeschrieben. Also hier 1 minus 0,5 durch n ist 3. Das sind ja 3 Stützstellen, also 3 minus 1. Das heißt, ein halb durch 2 ist ein Viertel. Für die Formel gucken wir, da fangen wir nicht mit x0 an, so wie ich das hier oben gemacht habe. Da habe ich mit x0, x1 und so weiter. Hier fangen wir mit x1 an, also x1, x2, x3. Ja? Das heißt, meine Schnittstelle x1, also meine erste, ist einfach a. Also in dem Fall 0,5 oder 1/2. Ich schreibe mal 1/2 hin. Meine zweite Schnittstelle ist einfach 1/2 plus 1/4. Das sind also 3/4. Und die letzte Stützstelle ist immer das b, also hier in dem Fall 1. Also wir könnten auch von 1/2, aber plus ein Viertel gehen, dann kommen wir auf die 1. Okay, das war der erste Schritt. Ermittlung der Stützstellen. Zweiter Schritt,
Ermittlung der Funktionswerte. Das heißt, ich setze jetzt die drei Schnittstellen einfach in f ein. Also f von 1/2, das heißt 1/2 hoch 3 durch e hoch 1/2 minus 1 kommt raus 0,1927. Dann f an der Stelle 3 Viertel, also 3 Viertel hoch 3 durch e hoch 3 Viertel minus 1 kommt raus 0,3777. Dann haben wir noch f an der Stelle 1, kommt raus 0,5820. Also im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht als eine Wertetabelle erstellt. Wir haben ja zu drei x-Werten drei y-Werte bestimmt. Ja, und jetzt setze ich das noch zum Schluss in die Formel, die wir hier oben stehen haben, ein. Wir haben das Integral ja a genannt, also a ist ungefähr b minus a durch 6, also 1 minus, ich schreibe mal direkt 1/2 hin, statt 0,5. Durch 6 mal f an der Stelle x1, also 0,1927, plus 4 mal f an der Stelle x2, 0,3777, plus 1 mal f an der Stelle x3, also 0,5820. Und das Ergebnis ist 0,1905. Okay, das war es schon für drei Schnittstellen. Und jetzt versuchen wir eine bessere Näherung zu bekommen, indem wir vier Schnittstellen reinnehmen. Also, wir machen das jetzt für n gleich vier Schnittstellen die gleiche Aufgabe. Also wieder eine neue Streifenbreite ist hier diesmal b, also die Formel ist die gleiche, wollen wir nochmal aufschreiben. Ist also 1 minus 0,5 durch 4 minus 1, das heißt 1/2. Durch 3 sind wir bei 1 Sechstel. x1 ist wieder einfach der Startwert, also 1/2. x2 ist 1/2 plus 1 Sechstel, also hier 4 Sechstel oder 2 Drittel. x3 ist gleich 2 Drittel plus 1 Sechstel, also Sie sehen, packen einfach immer 1 Sechstel drauf. Das heißt 5 Sechstel. Und x4, wie gesagt, können wir auch berechnen, wenn wir 1 Sechstel drauf packen. Wir können aber auch sofort sagen, dass ist b, also hier 1. Und jetzt rechnen wir halt nicht für 3 x-Werte die Funktionswerte, sondern für 4. F von 1/2 kennen wir schon, das haben wir oben aufgeschrieben, 0,1927. Dann haben wir f von 2 Drittel, kommt raus 0,3126. F von 5 Sechstel, 0,4448. Und f von 1, 0,5820. Okay, jetzt setzen wir die Formel ein. Das war die für n gleich 4. Also b minus a durch 8 mal 1, 3, 3, 1 sind die Faktoren von den Funktionswerten. Also 1 minus 1/2 durch 8 mal einmal der erste plus dreimal der zweite plus dreimal der dritte plus einmal der letzte. Und es kommt raus 0,1904. Was vielleicht noch wichtig ist, es sind nie exakte Lösungen, es sind immer nur mit einer gewissen Genauigkeit berechnete Lösungen, ja, weil wir ein Näherungsverfahren mit der numerischen Integration durchführen.